Trickbetrüger. In diesem Video geht es um die drei häufigsten Trickbetrüger-Maschen. Ich möchte euch darauf sensibilisieren. Dieses Video soll auch auf keinen Fall irgendwie so rüberkommen, dass ich sage, im Ausland ist alles böse und ihr müsst aufpassen, ihr dürft auf keinen Fall dies oder jenes machen. Ich möchte euch nur sensibilisieren. Wir haben über die Jahre schon mit einigen Mitcampern gesprochen, die solche Erfahrungen gemacht haben. Und welche das sind, möchte ich euch in dem Video heute teilen. Der Markus hier von Camp Your Life. Wir haben drei Trickbetrüger-Tricks, die ich euch heute zeigen möchte. Das sind so die weit verbreitetsten. Ihr kennt das bestimmt auch, den sogenannten Spiegeltrick. Der Spiegeltrick ist hauptsächlich in Italien, wird der angewendet auf Landstraßen, Schnellstraßen, wie auch immer. Und da möchte ich euch einfach mal sagen, wie das Ganze vor sich geht. Und wenn ihr dann so eine ähnliche Situation vorfindet, dass ihr dann einfach, dass alle Alarmglocken angehen, dass ihr sagt, Moment mal, sowas Ähnliches habe ich doch schon mal gehört oder wie auch immer, da muss ich jetzt ganz, ganz vorsichtig sein. Darum soll es gehen. Spiegeltrick. Ihr fahrt an der Landstraße entlang und auf der rechten Seite steht ein Pkw oder ein Transporter, was auch immer, ein Auto, auf dem Standstreifen geparkt. Ihr fahrt dran vorbei und auf einmal gibt es einen Schlag. Es knallt irgendwo und ihr könnt es nicht zuordnen. Und dann auf einmal fährt euch kurze Zeit später, entweder haltet ihr an, das wäre die eine Variante, dass ihr dann ranfahrt und guckt, am Auto, wo ist das Problem? Was hat da eben so einen Schlag gegeben? Dann kommen die Brüder schon, die sind meistens zu zweit und fahren mit ihrem Auto oder kommen in die Nähe und zeigen auf ihren Spiegel. Der Spiegel hängt dann schon an dem Kfz runter, den habt aber ihr nicht abgefahren, sondern das ist diese Masche. Ihr denkt dann, weil ihr in einem Schockzustand seid, oh Kacke, habe ich dem jetzt eventuell den Spiegel da abgefahren? Das gibt's doch gar nicht, normalerweise passe ich doch auf oder wie auch immer. Und die nutzen einfach diesen Schockzustand. Die schreien euch auch meistens an und sagen dann auf Italienisch natürlich und deuten auf den Spiegel und hier Cash und so weiter. Und dann irgendwann zeigen sie euch am Auto neben einen schwarzen Streifen, den die aber auch gemacht haben, also der Komplize. Da gibt es dann irgendwas, irgendeine Farbe oder irgend so ein Zeug, was sie euch dann ans Auto schmieren, wo sie dann sagen, guck hier, an deinem Auto sind schwarze Spuren, das kommt von meinem Spiegel. Aber das ist alles Masche. Da könnt ihr dann mal hingehen und könnt dann einfach mal am Lack gucken und das geht ab, das ist schwarz. Und dass ihr dann ganz vorsichtig seid. Geht zurück, macht das Fahrzeug zu und geht ans Handy und wählt die 112, die europäische Nummer für die Polizei. Und zeigt denen auch, dass ihr die Polizei anruft. Weil, wenn es so wirklich so gewesen wäre, dass der Unfall ist, dann ist ja sowieso gut, wenn die Polizei kommt. Weil die Jungs wollen nämlich nur Cash machen. Die wollen das schnelle Geld machen, eure Angst nutzen und wollen dann sagen, okay, gibt uns 150 oder 200 Euro und damit ist das Thema gegessen. Es gibt leider sehr viele, die da immer noch drauf reinfallen und die zahlen das dann schnell, weil sie sagen, naja, komm, dann zahle ich das Geld, dann habe ich wenigstens den Ärger nicht mehr und alles ist gut. Bei mir die ein bisschen schwarze Farbe, das kann ich mir wieder rauspolieren und alles ist in Ordnung. Aber wie gesagt, macht das nicht, passt auf, geht zurück. Und meistens ist es so, wenn ihr die Nummer wählt und ruft die Polizei an, seht ihr mal, wie schnell die wieder vom Hof sind. Also das ist auf jeden Fall der Tipp an euch oder der Trickbetrug Nummer 1. Trickbetrug Nummer 2, da geht es hauptsächlich darum, dass ihr aufpassen müsst, da wollen sie an euer Geld, an euer Handy, an alles das, was vorne im Cockpit lose rumliegt, an eure Wertsachen, wie auch immer. Und wie die das machen, das will ich euch jetzt zeigen. Und zwar, ihr steht beispielsweise auf dem Rastplatz. Und das ist auch sehr oft verbreitet in Frankreich, Spanien, habe ich schon gehört. Und was war das andere noch? Italien ist auch dabei. Kann natürlich auch überall woanders passieren. Ja? Also das sind aber jetzt so die Hauptsachen, die uns zugetragen wurden, dass das in diesen Ländern hauptsächlich ist. Und ihr steht auf dem Rastplatz und dann schleicht euch, ihr merkt das gar nicht, irgendjemand an euer
Hinterrad, rechte Seite. Das wird meistens hinten rechts. Warum? Da wird, oder andersrum erstmal, was wird da gemacht? Da wird eine Flasche, eine PET-Flasche, eine Plastikflasche, wird in den Radkasten geklemmt oder vor oder hinter den Reifen gelegt. Je nachdem, in welche Richtung ihr fahren wollt. Ihr wollt losfahren und dann knattert das so richtig heftig und ihr denkt, ach du Scheiße, was war denn jetzt? Eventuell schreit noch irgendjemand, irgendwie so. Ihr denkt, ach Mist, raus aus dem Fahrzeug, der Motor läuft noch, die Beifahrertür ist offen, ihr lauft dann an das hinten rechts, an das Rad, das ist das weitest entfernteste von eurem Lenkrad, deswegen machen sie es meistens hinten rechts. Und dann guckt ihr euch den Schaden an, der ja eigentlich keiner ist. Und in diesem Moment passiert Folgendes, der Komplize geht nach vorne und räumt euer ganzes Cockpit aus. Im schlimmsten Fall, wenn keiner drin sitzt, nehmen die euch das ganze Auto weg, habe ich auch schon gelesen, dass sie das Wohnmobil klauen. Ja? Also der Motor läuft, es geht ja nichts einfacher als das. Ihr seid hinten am Reifen und wollt gucken, was los ist. Stellt fest, es ist nichts los. Bis ihr das verstanden habt, ist der schon vorne drin und fährt los. Ihr habt keine Chance. Also dieses Thema ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Ich würde mich auch mal freuen, wenn ihr unten in die Kommentare mal eure Erfahrungen reinschreibt. Habt ihr sowas auch schon erlebt? Gibt es andere Sachen, die ich hier in dem Video noch nicht vorstelle, die wir vielleicht alle noch nicht kennen? Neue Maschen? Schreibt es unten rein, somit werden wir alle schlauer und können ein bisschen sorgenfreier in den Urlaub fahren. Auf jeden Fall ist das dann so, wenn sie euch das Wohnmobil nicht klauen, dann machen sie vorne irgendwas Loses, was ihr da rumliegen habt, sei es Portemonnaie, sei es Handy, sei es irgendwelche Wertsachen, greifen sie zu, das geht innerhalb von Sekunden und dann sind sie vorne im Auto, das ist wahrscheinlich schon an, Fluchtfahrzeug, und dann sind die weg und ihr habt den Schaden. Bei dem dritten Trickbetrug bin ich auch total überrascht gewesen, was die Jungs sich alles einfallen lassen. Und zwar folgendes. Ihr fahrt irgendwo auf der Landstraße, es überholt euch ein Fahrzeug und fährt neben euch und macht irgendwelche Bewegungen oder kommt schon von hinten an mit Lichthupe und hupt. Und ihr denkt, was ist denn jetzt kaputt? Und gibt euch ein Zeichen, ihr sollt mal rechts ranfahren, irgendwas stimmt nicht. Ihr denkt, okay, verdammt nochmal, vielleicht ist ja, keine Ahnung, mein Fahrrad weggeflogen oder locker oder was auch immer. Ihr fahrt auf die Seite, das Fahrzeug geht nach vorne, wieder zwei Jungs dabei. Der eine verwickelt euch in ein Gespräch und sagt, Motor, Öl, irgendwo, was weiß ich, ihr verliert Öl. Der zweite Mann legt sich schon in dem Moment unter das Fahrzeug, hat eine also kommt unter euer Motor, greift so drunter und kommt raus mit einer ölverschmierten Hand und zeigt die euch und sagt, Motor kaputt. Und ihr denkt, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Ja? Habe ich jetzt Öl überall verloren? Also wieder mit der Angst arbeiten. Deswegen sage ich euch, seid da vorsichtig, lasst das erstmal so ruhen. Geht zurück, sagt vielen Dank, wir kümmern uns selbst um unser Problem, gucken es uns erstmal auch selbst an. Dann, die wollen eigentlich nur, dass sie euch sagen, hier 2 Kilometer um die Ecke gibt es eine Werkstatt, kein Problem, reparieren alles ganz schnell. Ja, da mag der eine oder andere denken, so vom Gefühl her, naja, wenn ich wirklich ein Problem habe, ich komme in die Werkstatt, komme direkt dran, mir wird gleich geholfen, ich kann zurück und dann können wir weiterfahren und alles ist gut. Ist ja eigentlich ganz in Ordnung. Aber da geht es darum, ihr habt überhaupt gar keinen Defekt. Ihr fahrt in die Werkstatt, die hängen natürlich mit denen irgendwie zusammen und die sagen, okay, muss da rein, dann machen sie Hebebühne hoch und erzählen euch, Wunder, was da alles kaputt war. Die Teile haben sie getauscht, jetzt kostet das hier, ich sage jetzt einfach mal 500 Euro. Okay, runter, ihr fahrt und im Endeffekt war aber gar nichts kaputt. Die haben auch nichts getauscht. Und ihr stellt ja dann auch, ihr denkt dann, ja, die haben es repariert, weil Öl kommt auch keins mehr raus, also alles ist gut. Also das ist eine Masche, die ist sehr, sehr widerlich, wie ich finde, wie die anderen Maschen natürlich auch. Und wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare,
was ihr erlebt habt oder kennt ihr jemanden, der irgendwas erlebt hat, wo ihr sagt, das ist ja Wahnsinn, das sollten wir alle wissen, um einfach ja, besser gewappnet zu sein von diesem ganzen Thema. Ich möchte euch da keine Angst machen, ich möchte nur sensibilisieren. Wenn das Video euch weitergebracht hat, geholfen hat, dann lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Darüber würde ich mich freuen und ihr helft uns, das Video weiter nach draußen zu tragen, dass das viele von euch sehen und informiert werden. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das kostenfrei tut. Wenn ihr das Video teilt mit euren Freunden, würde mich das natürlich auch freuen. Ansonsten schaltet gerne wieder ein und bis dahin, Camp Your Life. Tschüss!